Im nordindischen Dorf Nangaon bekommen Männer eins auf den Deckel. Frauen toben sich mit Bambusstöcken aus, so will es die hinduistische Tradition des Festes Latma Holi, das eine Woche vor dem üblichen landesweiten Farben- und Frühlingsfest Holi stattfindet. Das Ritual geht auf eine Legende zurück, laut welcher der hinduistische Gott Krishna eine Frau belästigt haben soll und dafür von mehreren Einwohnerinnen mit Stöcken verscheucht wurde. Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus feiert Premierminister Narendra Modi dieses Jahr nicht mit. In Indien wurden mindestens 30 Fälle gemeldet.